Hier gibt es ein Silberschwert. Ab Stufe 14, das können wir bald. Für 253 Schaden. Sollten wir vielleicht mal kaufen. Für 643. Lohnt sich, können wir die Sachen hier verhökern. Nur wie gerade Langschwert 105, 107, 106. Extra Silberschwert, die beiden Waffen stehen nicht zum Verkauf. Wiedersehen. Ich komme gleich nochmal wieder. Das aktuelle Schwert haben wir hier 231 Schaden. Maximal und 109 Stahlwaffe. Silberschwert wollen wir kaufen. 231 hat das. Maximal. Dann verkaufen wir hier ein bisschen Zeugs. Eine Schmied und dann ein Kunde. Auch wenn wir es noch nicht nutzen können, aber gleich. Gleich, wenn wir die Quest erledigt haben, kriegen wir ein neues Level und dann. Bevor wir hier nochmal. Bevor uns verirren und nicht mehr wiederfinden. Hexenjägerschwert. Mhm. 106 Schaden. Dann werde ich das doch verkaufen. Mhm. Oh, jetzt aber 800 schon. Großartig. So, zum 53, das ist ordentlich hier. Silberschwert. Jetzt hat er ganz kaputten Dinger hier in seinem Verkauf. Wir kaufen das, weil bald können wir es nutzen. Das können wir auf Stufe 21 nutzen, das ist auch nicht mehr lang hin. Stahlwaffe 151 Schaden. Waren 34 Schaden, okay. 234 Kosten. Wie viel hat das unser eigenes? Wie viel hat unser eigenes? Gerade 109. Okay, ist glaube ich schon ein Upgrade. Ah, ein Kuck. Mal gucken. Zeig mir doch mal dein Angebot. Wenn die Waffe hier mehr Schaden hätte, wäre es eine geile Waffe hier mit drei. Sieht hübsch aus mit drei Dingern. Und die haben wir mit Runen-Ding abgegeben. Stahlwaffe 151 Schaden, das ist schon nicht schlecht. Nicht übel. Komm auch mit Stufe 14. Das ist nur blank. Null. Wiedersehen. Wir werden schon das Geld verdienen. So, jetzt haben wir zwei neue Waffen, die wir benutzen können, sobald wir Level 14 erreichen. Die noch ein Stückchen schwerer sind. Mit neuen Schaden. Ist das hier fast besser.
151. Ja, das hat hier noch extra Werte hier. Das ist nicht wirklich. Meistergegenstand Relikt. Den können wir fast wieder verkaufen. Das ist halt, naja. Das Silberschwert müssen wir auf jeden Fall. Glanzmeistergegenstand. Sobald wir das haben. Das war ein Fehlkauf. Sehe ich gerade. Silberschwert. Zum 53 Schaden und 4 auf Bluten. Ist auf jeden Fall besser hier. Es fängt dort an, wo das auf. Wo das. Ja, wo das ja nicht ganz, aber. So weiter mit der Quest. Läuft der Oberkörper frei rum hier in der Stadt. Sachen gibt's. So. Mann von Huren Sohn. Was willst du? Ah, jetzt gibt's hier wieder. Hurensohn Junior. Jetzt müssen wir uns hier wieder schlachten. Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgard und Vic umgebracht. Und ich jetzt nächstes. Ja, ich hatte das Vergnügen mit diesen beiden ehrenwerten Herren. Wie hießen sie nochmal? Olgard und Vic? Grüß sie von mir. Wow, hübsches Schwert. Mit einem Runen drauf. Gut, wir könnten auch mal ein bisschen überreden und reinkommen. Wieder dieses Ziehen im Rücken. Aber erstmal abschlachten. Aufgeschlossen. Oh, das Schwert ist gar nicht schlecht. Jetzt müsste es gegen die hier. Mit einem Schlag haben wir den gerade. Irgendwelche letzten Worte? Wieder so viele Leute, die hier Ärger wollen. Das gibt's doch nicht. Zumindest nicht mehr, so sind es nicht mehr die Zwerge, mit denen wir ordentlich Probleme hatten. Ab und zu kassiere ich hier auch mal, aber ich mache hier einen Hieb von mir und die sind eine Geschichte. Oh nein! Ach du Scheiße. Lebensbalken, was mit dem los? Ich will mich abschlachten wie einen Hund. Das Schwert ist echt nicht übel. Ein paar Sachen mitnehmen. Können wir beim Händler wieder verkaufen. War nicht mal schlecht. Ich muss ordentlich plündern. Nicht so viel plündern, dass wir wieder zu voll werden. Und einen Apfel. Die gibt es ja auch selten. Ein bisschen Geld. So. Wo haben wir jetzt das Anwesen?
Hier auch noch ein paar Tauge nicht so. Im Haus. Tut mir leid, ich wollte nicht den Teppich, den ich vorhin an den Teppich ruinieren. Wir müssen essen. Das wird wahrscheinlich nicht das Anwesen sein, in das wir rein sollen. Nächste Etage. Fluchter Ding. Oh, scheiße. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Doch, das ist sein Anwesen. Sie wurde an die Wand genagelt. Ach du Scheiße. Ein pervers Ding. Oha. Erst missbrauchen, dann abschlachten. Was soll das sein? Verfick nochmal! Oh, Scheiße! Hat er verdient. Hilfe! Verfluch doch mal! Es kommt keiner. Alle tot. Halt! Er prügelt ihn nicht zu Tode. Stark verstümmeln und ordentlich wehtun, ja gerne, aber lass noch an dem, damit er reden kann. Was willst du? Hallo Junior, wir müssen uns unterhalten. Ich mach alles, was du willst. Wie wär's fürs erste Aufhören mit dem Kack? Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheiße! Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Pass gut auf, sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen, wieso? Ich werde nicht lügen, ehrlich! Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Ich musste eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mache ich etwas, das mir im Nachhinein leid tun wird. Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Bei dem Wichser. Ja! Was der da mit den... Was der hier gemacht hat. Können wir den wenigstens irgendwie am Stuhl festnageln irgendwie, oder... So ist... Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat gegen solche Leute Gewaltfantasien. Eine Lüge, sorry. Dann schneid ich dir die Eier ab. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigi Räufens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren.
Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Sitz. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Mhm. Es riecht nach einem Ciri-Segment. Ciri-Sequenz. Sequenz, in der wir Ciri spielen werden wieder. Eine Woche zuvor. Einige Wochen zuvor. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Beruhige dich, Rittersporn. Ach, der Rittersporn. Wenn du nicht in da sehen wir das Gewalt zurücklassen, das weißt du. Ich weiß ja, aber erzähl das mal meinem Bauch. So sympathisch mir Dudu auch ist, ich kann's einfach nicht ausblenden. Da haben wir Ciri wieder. Jetzt reiß dich zusammen, Rittersporn. Wir müssen uns auf die Aufgabe konzentrieren. Ich meine ja nur. Dann sei jetzt still. Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dudu gefangen hält? Im Zimmer, ganz oben, mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen, aber versuch bitte, möglichst unverdächtig auszusehen. Wenn sie dir wehtun, wird Hurensohn dafür bezahlen. Ich muss aufs Dach klettern. Schon dabei. Ja, aber der wird doch, der ist doch auffällig wie sonst was. Dass der nicht auffliegt, das glaube ich ja kaum. Okay, falsches Dach. Da müssen wir hin. Ein Zimmer ganz oben mit dem Balkon. Zimmer mit dem Balkon. Aha. Kleiner Spaziergang um die Hausdächer. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich hab auf dich gewartet. Okay. Da war kein Schwert. Bring dich um, du Hure. Ich schlitz dich auf, du kleine Hure. Setzt Cirilla ihre Spezialkräfte ein, nimmt ihre Energie ab. Die Energie regeneriert sich allmählich, wenn du einen Feind angreifst. Hast du die Energie des erforderlichen Niveau erreicht, kannst du Kirinias Spezialfertigkeiten wieder einsetzen. Ah ja, das kriegen wir bestimmt auch ohnehin. Und wie setzen wir die ein? Spezialfähigkeit. Oh scheiße. Ach so. Schon war es um geschehen. Sie kommen. Dudu, hör zu. Wir machen es so. Schnapp die verdammte Hure! Aha, wie machen wir es? Wir kämpfen uns durch.
Ah. Schlagt ihn! Tötet ihn! Reißt euch zusammen, Jungs! Na los, holt euch das Luder! Scheiße! Und tut's und so. Sachen, die wir nicht gebrauchen können. Auch rumliegen lassen können wir sie auch nicht. Finde aus, wo unser Sohn Juniors Versteck. Er ist schon kaum getarnt als den, den wir vermöbelt haben. Es ging schnell. So, runter hier. Nächsten Angreifer. Schwerter von Ziere sind also auch nicht so schlecht. Das ist gut, das Ding, da kann man von hinten angreifen. Sehr gut. Immer looten bitte. Auch wenn es uns gerade nichts bringt. Rückblende beendet. Quest abgeschlossen, Ciris Geschichte. Besuch bei Junior war, stand da noch. Dodo, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Was ist mit der Frau passiert? Ich hab keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich hab meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Ach, ich würde so gerne. Will mich an dir nicht die Hände schmutzig machen? Ich meine, muss den. Der wird weitermachen und weitere Huren töten. Das ist der Hurensohn. Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Nein! Schön. So, da haben weitere Damen. Und dann weitere Frauen hier nichts zu befürchten. Schaut euch das an. Hier. Die Scheiße hier. Die würde hier weitergehen, wenn er sich noch an mehr vergreift. Und dann liegt er nun. Erzähl Pushler, was du über Dudu erfahren hast. Notizen. Und du bist. Das war doch der Hurensohn Junior, oder? Und haben wir jetzt wen anders getötet. Mach hier mal das Licht aus. Wir können alternativ auch die Bude in Brand stecken. Ah,
Okay. Sind gleich erleuchtet. Soll sie machen. Schön das Licht ausmachen, dass nein, ja, keine Nachschauung kommt, wenn Licht brennt. Ein paar Bücher mitnehmen. Liegt noch was auf dem Tisch? Ein Sack voll Geld oder was? Da kommen wir nicht ran. Schön säuberlich hier verdunkeln. Hier ist noch Licht, warum auch immer. Schlüssel benötigt. Ja gut. Bruder Adalberts Bestiarium. Aha. Geht hier vor der Tür raus. Sieht noch ziemlich leuchtend aus, das Haus. Dafür, dass wir eine Fackel hinausgemacht haben. Das war klar, dass wir hier geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Nein, tut er nicht. Komm mit. Die Ochsenfurt Dreiberg. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte. Aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Aber sehr ungern. Mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen, Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. So klingt es von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Verstehe auch ich nicht. Ist aber wenigstens schwer dabei. Das nicht nutzen kann. Bisschen plündern hier. Jetzt haben wir Diebesgut dabei. Und treten vor den König. Das ist sehr praktisch. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde für lieber Eilat für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herren Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Philippa Eilhard? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden, die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben.
an mir. Herrin Eilhard ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen, aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Auf die kann ich mich nicht verlassen. Seit Lokmuin gehen wir getrennte Wege. Getrennte Wege? Ihr habt sie zusammengetrieben und niedermetzeln lassen. Du vergisst warum. Sie hätten einen neuen Rat ins Leben gerufen. Denselben, den sie einst vernichtet haben. Ich war dafür offen, die anderen Herrscher auch. Bis ein gewisser Hexer herausfand, dass die Loge hinter den Herrschermorden steckte. Die Magier erwiesen sich als Verräter, während der Hexer sie geschickt zur Strecke brachte. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhard. Such im Gunsch. Das ist das Skellige. Da wollen wir noch nicht hin. Du hast abgeschlossen einen Gefallen für Radovitz.